Guten Morgen. Ich möchte euch heute eine Tasche vorstellen. Ich hatte diese schon länger liegen und hatte irgendwie nie so richtig den Anwendungsfall dafür. Und jetzt bin ich ganz schwer begeistert von dieser Tasche. Das ist diese von Max Pedition und nennt sich Rolli Polli. Ein sehr komischer Name, aber ich werde gleich zeigen, warum. Ich habe diese befestigt an diesem Haken, den ich auch schon mal vorgestellt hatte. Man kann dafür benutzen entweder diese Molle Straps. Ich hatte nur eine große Länge da und habe das jetzt mit zwei Kabelbindern daran befestigt. Und das passt sich sehr, sehr gut hier an die Lenkstange an und baut wenig auf und bietet viel Platz. Die Tasche lässt sich bei Bedarf auffalten und nimmt alle möglichen Kleinteile auf. Auf der Rückseite hat die Tasche eine Klettfläche verbaut, sodass ich an der Lenkstange noch einen kleinen Klettpunkt gesetzt habe, an die ich die Tasche dann andrücken kann, sodass, wenn sie befüllt ist, auch nicht wackelt oder schaukelt. Hier kann man dann eine Getränkeflasche oder das, was man so für unterwegs mitnimmt, bei Bedarf dann einpacken. Wenn man sie nicht braucht, wird sie einfach eingerollt. Daher kommt auch der Name Rolli Polli. Die Tasche gibt es in drei verschiedenen Größen. Das ist jetzt hier die mittlere Größe. Ich denke, die ist am geeignetsten. Vielleicht noch die kleine, die große, die Max, die ist einfach zu groß. Ich habe die beiden Taschen unten in der Infobox verlinkt. Die gibt es in verschiedenen Farben. Wer Interesse hat, kann das halt auch so nachmachen. Ja, ich freue mich, wenn es jemandem gefällt und wünsche viel Spaß mit dem Roller. Bis zum nächsten Mal.